Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. So, Feld 1, war das Feld 1, ist abgeerntet oder war das Feld 3? Ich weiß es jetzt nicht. Wir sind, nee, 3 war es ja, ne? Weil wir hatten den zuerst ja auf 2 geschickt, das war ja dann verkehrt. Feld 1 hatten wir ja, glaube ich, Raps angesät. Ne, Feld 3 muss das gewesen sein. Ist abgeerntet mit der Sorghumhirse. Will jetzt den Mulcher schon mal losschicken. Und ich habe den Drescher schon mal umgerüstet aufs andere Schneidwerk. Ich bin jetzt, glaube ich, in dem Traktor. Wollen wir mal nach vorne gehen. Lass mal ein bisschen zurück, jawohl. So. Jetzt fahren wir hier mal rein und lassen den Drescher mal fahren. Kurs rausschmeißen, Scharfvorgewende, Kurs generieren, schließen und starten. Und dann können wir mal gucken, was wir den Abfahrer eingestellt hatten. Feld 2, oh, Heuer Hopfen Eingang ist richtig, also den können wir dann später nochmal einmal um. Okay, hat er den Abzweig nicht gekriegt, scheint wohl so. Ja. Na gut, der Drescher ist auch gerade erst losgefahren. Dann kann er ruhig noch mal eine Ehrenrunde drehen. So, Bretter, Ausgang voll, ist Sägewerk. Hier ist die Sämaschine, die zweite. Habe ich mir gedacht. Nee, lass ruhig auf. Also. So, ich würde gern noch die 61 mit Gras machen und hier die 62 machen wir Kartoffeln, habe ich mir so vorgestellt. Der 61 war doch richtig. Wollen wir den nur losschicken. So, ansonsten ist nämlich alles angepflanzt. Als letztes hier noch die 32 angekommen. Drangekommen. Hier Hopfen. Ja, die Felder sind noch alle nicht erntereif. Unkraut müssen wir gucken. Oh, Unkraut ist hier drüben. Können wir auch mal Hand anlegen. Aber momentan sind die Felder hier unten noch blau. Ansonsten ist alles im Wachstum. Mal aus. Hier ist der Kalkstreuer, der ist sogar fertig geworden. Feld 3 Abfahrer, okay. Der braucht noch eine Bahn. Wie viel hast du drin? 36% ist okay. So, dann können wir hier mal nehmen wir hier den Kurs raus. Neuer Kurs, 2 Vorgewende, Bahn soll anfangen. Wir fahren auch genau zur richtigen Ecke. Dann können wir hier schon mal erster Wegpunkt einstellen.
So, und ab geht's. Boah, das staubt wieder. Wenn wir den auch losschicken, der soll sich wieder voll machen und er ist rechtzeitig zurück. Ja gut, wir können die Bretter abholen. Mal gucken, was wir rauskriegen und wie viel beim Tischler reingehen. Sehen. Die Europaletten haben gereicht, die produziert worden sind. Die sind dann in die Molkerei und, glaube ich, in der Apfelproduktion gegangen. Bretter. Komplett alles. Gerade so 47 Paletten. 235.000. Willst du auf? Nein. Ein Tick noch nach vorne. Was haben wir jetzt drin? 235.000, passt. Brauchen wir ja nicht weit. Es scheint aber noch voll zu sein. Aber wir bringen die trotzdem mal hin. Wir haben ja hier auch alle Produktionen, glaube ich, am Laufen. Ne? Okay, lass uns mal reingucken. Ja, bis auf die Leerpaletten. Aber Leerpaletten haben wir durch die von Achim, die Werkstatt. Oh. Geht aber doch alles rein. 500.000 haben wir Platz. Ja. 10.000 wären noch reingegangen und dann wäre voll gewesen. Alle Achtung. Können wir denn von hier was mitnehmen? Wenn wir schon mal da sind und auch leer sind. Bienenstöcke, aber die hatten wir Fässer. Schnitzel wollen wir nicht. Lass uns einfach mal von vorne anfangen. Der Paletten auch nicht. Möbel. So, wir haben hier, okay. 10 Paletten. Lass uns ruhig nach vorne fahren. Und so, lad mal auf. Zurück, ja. So, 10 haben wir schon. Alles raus. Was kommt hier dazu? Dann haben wir hier 38. Fässer wollte ich. Fässer waren noch. Hackschnitzel wollen wir nicht. So.
38, also können wir maximal noch 22 mitnehmen. Okay. Dann sind wir eigentlich voll. Ja, passt, 300.000. Dann hätten wir noch hier die Möbel. Nochmal 7 Paletten und die Möbel 105.000. Okay, 21 Paletten. Aber solange, dann kann, holen wir die ab, wenn er uns die anzeigt, dass es so langsam voll läuft. So, er ist am Mulchen. Passt gut. Er ist auf dem Weg. Oh, hier geht's nicht weiter. Der Zaun stört. Schauen wir mal. Bis zum Ende ist er gekommen. Dann nehmen wir ihn mal raus. Hat auch hier vorne erst abgetankt. Gut. Und starten hier. Nächster Wegpunkt sollte dann funktionieren. Jawohl. Ich hoffe mal, dass der Abfahrer dran vorbeikommt. Er wird ja lange nicht gerufen werden. Und Drescher sind wir ja gerade mal 5% drin gewesen. Ja. Mühlstück, Fässer und leere Kisten. Ja, gut. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Dann können wir den doch mal abkoppeln. Und holen uns den Chip gut hier hinten und lassen den mal zum Fischer fahren, um da die Muscheln abzuholen für das Kalkwerk. Sollte auf jeden Fall 2 Touren auf jeden Fall da sein. So, sagen wir mal Fischer 1 als erstes. Hafengebiet, Fischer 1, nee. Fahren wir zu Paletten abholen. Ich weiß, aber zu Muscheln könnte höchstens der Diesel funktionieren. So, Heu, starten wir mal. Circa 9, ist ein bisschen viel, 10. Da kommt weniger Stroh rein. Dann kannst du wieder retour. So, und wir müssen hier Gras einstellen. Ja. Weil hier fahren wir teilweise durch die Ecke da drüben ein bisschen drüber. Und bei Gras passiert ja nichts. So, dann auch hier kein Kurs. Machen wir immer so. Er fängt auch von hier vorne an. Das ist super. Erster Wegpunkt, Start. So. Schauen wir mal.
Klar können wir Gras ansehen. Das passt. Roggen haben wir, Dinkel haben wir, Triticale haben wir. Luzerne bin ich kein Freund von. Und alles andere kommt erst später. Kartoffeln, Zuckerrüben, alles erst im März wieder. Wir können mal schauen, ob wir vielleicht Missionen haben. Aber bis auf Ballenmissionen dürfte nichts da sein. Und die Lieferoption. Hefe, 36.000 Liter könnten wir machen. Weil ich glaube, Hefe haben wir zu Genüge eingelagert. So, er ist hier aber durch. Na, wollt die Klappe aufmachen. Weil du musst unbedingt weitermachen. Wo war der? Hier vorne steht er. Ich glaube, ich muss von vorne kommen, weil das Rohr auf der linken Seite ist. Stehen wir erstmal so uns hin. Dann kann der sein Rohr ausfahren. Sollte funktionieren. Ich tippe mir ran noch. So, die Straße als Linie. Ups, bisschen zu weit. War der eigentlich voll? Ja, der war voll. Dann kann der ruhig hier stehen bleiben. Mal aus. Einmal die Klappe zu. Und wir machen, glaube ich, hier erstmal das größere Feld. Den alten Kurs löschen. Und einen neuen generieren. Und wir müssen zur gegenüberliegenden Seite, das ist kein Problem. Wurst könnten wir verkaufen. Beim Stadion 300.000. Das dürfte doch ein bisschen was an Kohle bringen. Ich glaube mehr als die Hefe. Ich habe jetzt auch nicht mehr geschaut, ob wir die vielleicht doch die Pfirsiche geschafft hätten. So. Erster Wegpunkt starten. Aber wir wollten ja jetzt erstmal. Der kommt. Gut. Mal sehen, was wir hier an Muscheln aufladen können. Sollte ich vielleicht vorher gucken. Also kriegen wir wahrscheinlich keinen Wert. Muscheln 100. Da kann der hier zweimal hinfahren. So, Fischer. Dann Kalkwerk. Kiesgrube, Kalkwerk. Schiff mit Eingang. Und da sind natürlich mit Muscheln. Und zwei Ladungen. Eins, zwei. Okay.
Ach so, ja gut, dann können wir den auch wegstellen. An den Kügel. Ach so, der war abgekoppelt. Kommst du doch vorbei, nur an dem LKW nicht mehr. Ja, andersrum. Dann können wir mit denen ja Paletten verkaufen fahren. Wir müssen zum Schlachter und dann zum Stadion. Ist ja gleich hier um die Ecke und der Schlachter ist ja auch nicht weit. Da hinten fährt der Muschel-LKW. Eigentlich hier rüber, ja, ne? Ist der eigentlich? So, Wurst. Bin mal gespannt. Wurst habe ich eigentlich noch nie verkauft. Eine volle Ladung. Geht auch einfach zurück. Ist wahrscheinlich die erste, die kommt. 60 Paletten. Wollt schon alles mitnehmen. Und stehen zu nah. So, haben wir 300.000? Ja. Ja, die Paletten schwanken ganz schön da drauf. Bisschen langsamer um in die Kurve fahren, ist vom Vorteil. Nicht umzukippen. So, ist ja hier gleich links. Jetzt lass mich hier mal hin. Komm. Olga, jetzt. Und abladen. Die Uhr läuft. Weiß gar nicht, Wurst, was das für ein Preis war.
Wurst. Was 2000? Okay, 600.000. Oh, fast 700.000 würde ich sagen. Alle Achtung. Und jetzt nochmal das Schaffleisch. Komm mal zum Schlachter. Nee, nicht dahin. Bitte zum Schlachter. Palettenausgang. Hier kommt, glaube ich, die erste Ladung Muscheln am Kalkberg an. Dann müssten die auch aus den Bedürfnissen rausgehen. Weil das sind 60.000. Hatten erst 20 Gramm, ja gut 20.000 gerade abgeladen, aber der holt ja noch, kann er das überhaupt? Also noch drei Touren fährt er ja auf jeden Fall. Muscheln, passt. Ja, der macht erstmal seinen Anhänger wieder richtig. Er kommt zum Hof. Und das hier, also Vorgewende hat sich erledigt. Jetzt werden Bahnen gefahren. Der ist auch gut dabei, würde ich sagen. Unser Kalkstreuer ist auch immer noch an der Arbeit. Gut. 25% hat er jetzt raus. Müsste aber das Feld auf jeden Fall fertig kriegen. Dann tanken wir nochmal auf. Dann geht er hier drüben in der Zeit, was er mit Sicherheit schaffen wird. Mit der Füllung, die er dann hat. Dann können wir den anderen wieder losschicken, dass er sich auffüllen soll. Jetzt, hier nimmt er jetzt gerade noch eine Bahn. Jetzt noch niemals was. Okay. Jetzt hört er hier auch auf. Wir gucken gleich nochmal. Wir müssen den jetzt erstmal hier wegfahren. Wenn jetzt nicht der Roboter schon entgegenkommt. 2000 sind rausgegangen. Das war's aber dann hier, ne? Ja. Roboter steht noch da, das ist gut. Oh, wo willst du denn hin? Du weißt, dass sie mitten auf der Straße steht und dann noch in verkehrter Richtung. Ich hoffe mal. Jetzt ruft er aber. Und, kommt er? Kommt er auch, wenn ich nicht drin sitze? Ja. Schön um das Windrad rumgefahren. Also da könnte ich mir auch vorstellen, mal ein Windrad hinzustellen. Nicht, das sind ja nur Deko bei dem Feld. Hier unten habe ich sie ja weggenommen. Hier Feld 61 stehen ja keine Plätze mehr für Windmühlen. Ich würde vielleicht hier die eine auch noch rausnehmen. Einfach zum Feld dazu nehmen
Und hier die Ecke, da könnten wir ruhig eine platzieren. Er ist leer. Und oh, jetzt eine volle Bahn mit. Den habe ich gar nicht, den müsste ich hinspringen, weil ich den nicht entsperrt habe. Suchen. So, einmal noch Schafsfleisch. Hundertneunzigtausend. Dann bringen wir das jetzt noch fast zum Stadion. Eigentlich haben wir alles Fleisch immer zum Stadion gebracht. Dann kommen wir Feld 78 immer näher. Gut, aber dann haben wir gar kein Geld mehr. Gut, wir hätten natürlich noch 150.000 Hummer zu verkaufen. USB-Platten auch nochmal fast 180.000. Also Geld. Das sind ja gute Kurse. So, gehst du wieder zurück? Das ist gut. Du auch? Wäre besser. Oder hat er mich geladen? Gut, macht aber nichts. Das waren fast 700.000. Was bringt die Ladung? Die bringt grob gerechnet 850.000. Aller Achtung. Wenn man sich dann überlegt, was so eine ganze Ladung bringt. Komm, dann lass uns doch nochmal die. Nämlich die Hummer verkaufen. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder hier bei der auf dem nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie, ein. Und dann sehen wir uns wieder beim Hummerverkauf. 150.000 sollte auch ein bisschen was bringen. Bis dann. Ciao, ciao.